So, dann machen wir hier oben zu. Da hat er noch Lütticher Bauern. Ich soll noch weiter rechts gehen in Afrika. Oh, wo kommt denn die her? Ach, Genua ist... Ach, jetzt verstehe ich auch die Meldung. Und ich dachte immer, ich habe Genua besetzt. Was? Ich habe doch nicht Genua besetzt. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Stattdessen besetzt Genua bei uns. Das ist ja hier mal was anderes, ne? Dann holen wir uns die gleich. Gut, dass wir eine Armee hier unten haben. Und wir sind bei minus 2. Was? Wie geht das denn? Wir sind bei minus 2. Wie kann das denn sein? Genua hat Land bei Krim. Bei der Krim. Venedig. Wo haben die denn Land? Müsste Krim nicht hier irgendwo sein? Hier oben irgendwo. Gott, Gott, da kommen meine Geschichtskenntnisse wieder voll zum Tragen. Ich gehe wieder nach Westen, dann blamiere ich mich nicht. Und tue einfach so, als hätte das gar nicht stattgefunden. Ah, die brauchen aber jetzt schon lang, bis die hier durch sind. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Oh Gott, oh Gott. Der marschiert hier durch. So, die Belagerung ist gewonnen hier oben. Das heißt, wir können den General jetzt auch rausnehmen, oder? Kein Anführer. Und können den hier unten reinsetzen. Ich bin so knickrig mit den Generalen. Damit wir hier den schönen haben. Genau, habe ich schon gemacht, Bill Berlin. General ist da. So. Hier oben steht Lüttich. Okay. Ah, komme ich nicht rein. Schade. Hallo, Let's Mo. So, die müssen mal einen Zahn zulegen hier. Damit wir hier wieder alles zurückbekommen. Jetzt sind wir bei minus 7. Hier oben sind wir auch bei minus 7. Dann müssen wir wahrscheinlich die Lütticher Bauern noch raushauen, damit wir die zweite auch noch bekommen. Hier, wir können doch mit Genua können wir noch nicht verhandeln. Wir müssen hier unten nochmal alles freischaufeln. Und wenn wir das wieder, wenn das wieder uns gehört, dann kümmern wir uns um Genua. Überall wird Krieg geführt. Auf der ganzen Welt. Natürlich mache ich das nicht, Bill Berlin. Ich werde das Reich zur Blüte führen. Also du kannst beruhigt jetzt 20 Minuten weggehen. Genau, der Nepal passt auf. Das passt. Französisches Reich in Afrika. Stimmt, let's go. Und er flüchtet jetzt sogar schon. So, wir bleiben jetzt erstmal hier stehen und beim Rückweg nehmen wir alles mit. Müssen nur aufpassen, dass hier oben nicht plötzlich irgendwo 50.000 Einheiten stehen. Wer ist das hier? Provost steht hier oben. Das geht ja nun wirklich nicht. Hier sind wir auch durch. Dann holen wir uns hier die Provost noch. Ja auch wieder aufteilen. Genau, Nepal sagt es auch gerade. Dass wir hier die Armeen wieder schön abspalten und dann durchmarschieren. Und dann ist er jetzt hier quasi gefangen. Oder er, nee, er könnte hier noch flüchten. Also die, ich habe jetzt wieder die letzten Tage auch ein bisschen Crusader Kings 2 gespielt. Und, oh, was ist denn mit euch los? Moment.
Wir bekämpfen die Vergangenheit und sie kämpft zurück. Abtrünniger Staat sind wir, aha. Ihr werdet euch noch anschauen, Mensch. Uiui, alle. Auf alle Fälle habe ich Crusader Kings 2 wieder ein bisschen gespielt. Und da vermisse ich jetzt schon ein paar Funktionen bei Crusader Kings 2, die es hier in Europa Universalis es gibt. Gerade bei der Armeenbewegung oder auch Rekrutierung und so weiter. Da würde ich mir schon mal das ein oder andere wünschen, dass das auch in Crusader Kings 2 Einzug hält. So, hier sind wir durch. Hier oben habe ich auch was gelesen. Hier sind wir auch durch. Das heißt, die 13 marschieren hier mal rüber. Dann können wir demnächst nämlich... Oh, hier ist ein Horst. Wo marschiert er denn hin? Da will er wieder was zurückholen. Das Event kommt von humanistischen Ideen. Ach so, die sind nicht einverstanden mit den Ideen. Aha. Wolltest du nicht ein Franco-Englisch-Reich machen oder kommst du nicht auf die Insel oder bindest du das Fränkische Reich besser? Ich bin doch schon auf der Insel hier. Französisch, Britannien. Das ist nur noch ein kleiner Schritt, bis auch Schottland, England und hier Munster, das sich tapfer hält, unserer Gnade anheimfällt. Krim ist die Halbinsel über dem Osmanischen Reich. Zwiegi Master, da bist du jetzt aber. Da bist du jetzt aber langsam, Mensch. Ist das hier oben, ne? Hier, Krim. Aber wo hat denn hier Genua irgendwie was? Hat es vorhin geheißen, irgendwie Genua oder Lüttich haben hier oben noch irgendwie eine Provinz? Sehe ich aber jetzt nicht. So, wir müssen uns um die 9000 kümmern, die hier rummarschieren. Und hier meinen, alles zurückerobern zu können. So, wo marschiert er hin? Nach Cuneo. Wir warten mal kurz, bis er das Schloss hat. So, und jetzt gehen wir auch nach Cuneo und holen uns den kleinen Scheißer. Und wir können Frieden verhandeln. Hier oben sind wir auch schon fast durch. Oh, ein kostspieliger Kampf. Gut. So, hier unten sind wir fertig. Dann werden wir jetzt mit Genua mal verhandeln. Was fehlt denn hier noch? Wir haben jetzt alles besetzt. Von jeder Partei haben wir alles besetzt, sind aber trotzdem nur bei 80.000. Die haben anscheinend wirklich irgendwo anders haben die noch eine Provinz. Ach, Genua, hier! Hier ist noch Genua. Genua, Genua. Oh, das ist ja alles Genua. Ah, okay. Okay. Da haben wir jetzt dann aber nicht viel erobert. Wir probieren es mal, ob wir da was bekommen. Genua, Genua. So, und ihr habt ja jetzt gemeint, das geht nicht, französischer Vasall. Kriegsreparation. Jetzt werden wir einfach mal schauen, ob wir hier was bekommen. Die beiden geht nicht. Wir würden Albenga bekommen. Ich kann Korsika nehmen. Oh. Wir schauen mal kurz. Hier oben. Hier drüben macht es keinen Sinn, oder? Dass wir hier irgendwas nehmen. Nimm Korsika, das passt zu Frankreich. Wieso denn? Jedischuk. Super. Ja, dann nehmen wir halt einfach, ist ja egal, was haben wir denn hier unten? England und Tunesien.
Oh, das habe ich nicht gewusst, Zwiggy Master. Stimmt, der Napoleon ist ja auch aus Korsika. Da gab es ja beim Total War Intro, beim Tutorial bei Total War, ne? Bei Napoleon, ist man ja hier gestartet und dann hier hoch getuckert. Tatsächlich, habe ich ja schon wieder komplett vergessen. Also, dann nehmen wir Korsika mit. Tunesien und England haben was dagegen, ist aber mir egal. Mal wieder. Kohle. Oh, 265. Können wir noch sonst irgendwie Kriegsreparation? Wollen sie nicht mehr. Handel übertragen auch nicht mehr. Theodorisch Handelsmacht wahrscheinlich. Ach so, die Übertragung Handel. Sonst nimmt dir Genua Napoleon weg und erobert dich. Also, das geht jetzt alles nichts mehr. Na gut. Ich mache da jetzt nicht lang rum. Wir nehmen jetzt Korsika für jede Menge Kohle. Los geht's. Dann sind die erstmal raus. So. Dann müssen wir hier oben Lüttich. Lüttich habt ihr ja gemeint, dass eventuell vassalisieren. Oh, jetzt habe ich mich schon gefreut, weil es blau ist. Das geht nicht. Das geht nicht, weil... Oh, da werden auch wieder alle angepisst. Annektieren. Was meinst du denn mit annektieren? Ich kann doch nur annektieren, wenn er Vasall ist, oder? Heieiei. Ich nehme doch keine Provinz jetzt von ihm. Da ist ja hier, da haben wir ja hier eine offene Kriegserklärung mit dem Heiligen Römischen Reich dann. Wenn ich hier was nehme. Wobei die hier gar nicht dabei sind. Ist das nicht das Zeichen, dass wir anschließend dann mit Krieg rechnen müssen? Das ist nicht schlimm, sagte Nepal. Sieht aber hier so aus mit dem roten Ausrufezeichen. Unrechtmäßiges Gebiet. Der Kaiser kann dessen Rückgabe verlangen. Soll ich dir da jetzt vertrauen, Nepal? Zwiggy sagt's auch nochmal. Österreich traut sich das nicht. Na gut, wir sind auch noch mit dem Osmanen verbündet, das ist richtig. Theoretisch könnten wir ja Loon auch noch mitnehmen dann. Oh. Oder auch nicht. Klick auf Vasall und schau beim Kreuz, was fehlt. Oh, 3 Punkte würden fehlen nur. Aber wir bekommen ja keine weiteren Punkte. Würden wir die irgendwie bekommen, die Punkte, die 3, wenn wir ihm irgendwie vielleicht Geld geben? Das geht nicht, oder? Ich kann nicht Tribut anbieten und Tribut fordern gleichzeitig. Warten. Okay, dann machen wir das. Wir warten mal. Dann warten wir ab. Wir können ja... Können wir denn hier... Wer ist denn Theodoro? Wir sind mit Theodoro im Krieg. Tatsächlich. Theodoro. Ah, das waren die hier. Stimmt. Richtig. Wir haben ja angeklickt, dass die mitkommen dürfen. Naja, mit denen können wir jetzt eigentlich, da können wir auch was machen. Wahrscheinlich nicht viel, aber dann sind die auch schon mal weg. Können wir uns nicht holen. Vielleicht irgendwie, da geht ja gar nichts. Okay, mit denen können wir nichts machen. Nepal würde einfach die Provinz nehmen. Ich warte mal ein bisschen, Nepal. Vielleicht bekommen wir die als Vasall. Das würde mich freuen. Huch, da unten wird noch gekämpft. Und die Provence. Was können wir denn mit dir machen? Provence.
Französischer Vasall. Die würden das auch machen, die Provence. Aber die Provence können wir auch wahrscheinlich so einnehmen. Provence. Volkartier. Tunesien, Schottland, England. Das ist okay. Weißen Frieden mit Theodoro. Ach so. Das gibt's ja auch noch. Kann ich denn hier weißen Frieden machen? Ich kann hier keinen weißen Frieden machen. Also wir warten noch ein bisschen, dann verhandeln wir mit Lüttich und wenn das funktioniert, dann zum Schluss dann mit der Provence. Ich kann ja jetzt wahrscheinlich nicht mit Provence hier Frieden schließen und dann mit Lüttich noch weiterkämpfen. Ich denke mal, das geht nicht. Genau, verhandeln im Namen des gesamten Bündnisses. Wir müssen separat mit Lüttich verhandeln und erst ganz zum Schluss dann mit der Provence. Friedensangebot aus Lüttich? Nö. Nimm bei der Provence die Provinz, wo das französische Wappen ist. Das ist gut, weil du da einen dauerhaften Anspruch hast. Wir nehmen alle beide, Retzmo. Wir werden uns alle beide schnappen. Können wir eigentlich, wir haben nicht mehr die kostenlose Kriegssteuer, oder? Die ist schon rum. Der Innocentius Loyal Kastilien, na toll. Das gibt's ja nicht. Wir spielen schon wieder 1¾ Stunden. Wo ist denn die Zeit jetzt hingekommen? Ich habe doch gerade erst angefangen. Und wir haben unglaublich viele Punkte. 146 haben wir. Heieiei. Wo haben wir denn hier die Punkte her auf einmal? Das ist ja... Können wir da was brauchen? Rekrutenreserve. Stabilität können wir uns holen. Finde ich ganz gut. Steuereinnahmen finde ich auch ganz gut. Wir machen mal die Stabilität. Bevor die Punkte hier einfach so rumsitzen. So, Einfluss ist immer noch... Oh, da sind wir aber schon fast durch. Gut, dann wagen wir nochmal einen Versuch. Vielleicht ist schon genug Zeit vergangen. Jetzt wollen sie. Jetzt wollen sie. England 144, Tunesien 70, Schottland 54, Österreich 52. Das ist jetzt schlecht, oder? Die gehen jetzt dann alle in eine Koalition. Ich warte mal kurz auf Bestätigung von euch. Shit. Das ist jetzt blöd. Können, nicht müssen. Kann sein, ja, dass wir die Koalition bekommen, Let's Mo. Das wäre natürlich blöd. Das wollte ich ja in diesem Durchgang komplett verhindern. Ich wollte ja wieder nicht mehr gierig sein, weil an so einer Situation sind ja die letzten Spielstände quasi zugrunde gegangen. Ich denke, da passiert nichts bei 4 Leuten, aber ich gebe da keine Garantie, sagte Nepal. Nee, nicht ab 5 Länder, Letzmo. Ab 4. Wenn du wartest, bis das Jahr vorbei ist, dann ist Österreich safe raus, sagt Sentos. Was? Sento CSGO. Okay, wir warten mal. Du meinst, weil wir dann die 2 Punkte abbauen? Dann hat er nicht mehr 32, sondern, keine Ahnung, 29 oder so. Okay, wir warten noch ein Jahr. Wir belagern einfach noch mal ein bisschen, stehen dumm rum im Matsch und harren der Dinge. Oh, wir haben hier oben jede Menge Verschleiß.
Das zum Beispiel, ne, das Halbieren von den Einheiten, das ist in Crusader Kings 2 gibt es auch den Halbieren-Button, aber dann sind beide ausgewählt nach dem Halbieren. Das ist blöd. So, jetzt brauchen wir hier diplomatische Technologie. Vielleicht haben wir hier was mit aggressiver Expansion. Das wäre natürlich super, haben wir leider nicht. Schade. Die gehen da normalerweise nicht sofort in die Koalition, oder? Und vielleicht, wenn wir Glück haben und er ist irgendwie 5 Punkte drüber, der Österreicher, vielleicht schafft man 2 Jahre, in die er nicht in die Koalition geht. Zwicky Master würde es vielleicht riskieren. Ja, das sagt ihr jetzt wieder so, ne? Ich bin der, der es dann ausbauen muss. Auf Korsika haben wir Rebellen. Die Koalition formt erst, wenn sie denken, sie könnten dich und deine Verbündeten besiegen. Aber das können die doch nie und nimmer. Wenn du jetzt schon eine große Koalition riskierst, was ist, wenn du die Provence dann eroberst, hast du ja schon mal drüber nachgedacht. Können wir das, wir können uns das ja wahrscheinlich anschauen, oder? Wenn ich hier mal sage, mit allen verhandeln, ich sage hier, französischer Vasall von Lüttich, wir sind jetzt bei 50. Wenn wir nochmal ein bisschen warten, dann ist auch Schottland raus. Und wenn ich jetzt hier mir Fauquier hol. Oh, da können wir uns gar nicht mehr die zweite Provinz holen, wenn wir alles miteinander verhandeln. Wir schauen mal. 54, 58, 68. Also wir kommen auf alle Fälle drüber. Aber können wir da jetzt nicht einfach, keine Ahnung, da warten wir jetzt einfach mal 5 Jahre mit dem Krieg. Also wir lassen das laufen, ganz normal. Und dann machen wir die Verhandlungen. Wir haben ja jetzt nichts zu verlieren. Ich habe aber bei einer bestimmten Größe keine Koalition bekommen, obwohl die 100 AE oder so habe. Kommt halt immer drauf an. Ne? Wir sind jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob wir schon so groß sind. Wir haben ja den osmanischen Verbündeten und Kastilien noch mit dabei. Vielleicht sind wir schon so groß, aber ich will es ehrlich gesagt noch nicht so wirklich riskieren. Die letzten Durchgänge sind dermaßen schief gegangen, als dann die Koalition rausgekommen ist. Das hat mir das komplette Spiel dann versaut. So, wir schauen mal, was wir hier machen können. Das können wir machen hier. Humanistische Ideen. Unruhe global -2. Wir haben einfach mal alles raus. Wir hier oben, oh, das haben wir auch noch freigeschaltet, habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Das nächste ist unterhalb Festungen -20. Was hat Österreich an Verbündete? Augsburg, Baden, Brandenburg, Memmingen, Florenz. Nimm von Lüttich nur eine Provinz und von Provence beide, wenn es nicht geht. Ja, wir müssen ja zuerst verhandeln hier. Ne? Wir verhandeln ja separat mit Lüttich hier oben. Und erst wenn wir hier oben fertig sind, dann machen wir hier mit der Provence weiter. Ja, so schnell ist jetzt die Kriegsmüdigkeit noch nicht. Wir haben ja immer noch hier Kriegsmüdigkeit 0. Also wir sind da auf der sicheren Seite. Es rührt sich ja gar nichts momentan. Wir können da schon noch ein bisschen stehen bleiben. Also vielleicht so 2, 3 Jahre oder so. Wieso nicht? Und dann sparen wir uns halt nochmal irgendwie so 2, 3, 4 Punkte bei der aggressiven Expansion. Und dann schrammen wir hoffentlich irgendwie ein bisschen
daran vorbei an der Koalition. Bei den Verbündeten von Österreich sollte nichts passieren, würde ich sagen. Sollte, hätte, könnte, wäre. Jetzt ist nicht mal mehr, beim Vasall ist nicht mal mehr Österreich mit dabei. Die waren doch vorhin noch dabei, oder? Die waren doch vorhin nicht mit dabei, noch mit dabei. Kann das jemand verifizieren? Ich weiß das schon wieder nicht mehr. Mach Lüttich zum Vasall und guck, ob Österreich raus ist und dann guck, was passiert, wenn du die Provence eroberst. Ja, so machen wir es jetzt auch. Die sind jetzt nicht mehr mit dabei. England, Tunesien nur noch. Ist ja super. Kohle. Gibt's auch noch. Und mehr kann ich nicht... Oh, nee, Kohle gibt's nicht mehr. Bisschen vielleicht. Ja. Bisschen Kohle gibt's immer.